bin Einzelkämpfer. Was soll ich von deinem Telefontraining denn profitieren? Hey, ich komme aus einer ganz anderen Branche, ich bin kein Friseur. Was willst du mir über das Thema Telefon denn erzählen? Eine spannende Frage oder spannende Fragen, die ich immer wieder bekomme. Heute geht es um die Kosmetik und um die Permanent Make-up Branche. Lass dich überraschen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in der Beauty Lounge und ich habe die legendäre Angela Thomas neben mir. Ihr kennt sie bestimmt aus ihrem YouTube-Kanal, von ihren Social Media, von ihrer Social Media Präsenz. Angela Thomas hat hier ein Kosmetikstudio und eine Schule und ich bin heute hier, um mit ihrem Team und mit einigen Kollegen zum Thema Telefon zu arbeiten. Wir haben jetzt den ersten Trainingstag verbracht, was sehr spannend ist. Ich kenne die Angela seit 2 Jahren, wir verstehen uns gut und wir haben uns gestern das erste Mal gesehen. Und das war, als wenn wir schon mal miteinander gebrannt hätten, oder? Genau, als wenn wir uns 100 Jahre kennen. Wenn jemand immer sagt, ja, diese ganze Social Media und Facebook und. Ich habe unterdessen so viele Facebook-Freunde persönlich kennengelernt und ja, aus dem Online-Modus in den Offline-Modus gebracht. Und das ist das Schöne, ich bin heute hier, mache das Training. Angela, ein Statement von dir nach dem ersten halben Tag, Erkenntnisse, Telefon nach der Theorie. Sehr gerne, Albert. Erstmal vielen Dank, weil legendär hat noch keiner zu mir gesagt an dieser Stelle. Also danke dafür. Bitte gerne. Und ich bin so happy, dass ich dich hergebracht habe. Was du kannst, war mir schon lange bekannt, aber meinem Team war das nicht bekannt. Und ich hatte immer einigermaßen Schwierigkeiten, da so eine Gleichmäßigkeit herzubringen. In dem, was ich gesagt habe, haben viele einfach immer so eine schwankende Aufnahme gehabt. Der eine hat es besser umgesetzt und der andere weniger gut. Und deswegen war mir die Kraft der dritten Person so wichtig, dass Albert ich hierher zitiert interessiert habe, vor allen Dingen in dieses kleine Dorf, in dem wir hier arbeiten, mit auf über 200-300 Quadratmetern. Und 360 sind sie untertreibt. Ja. In unserem Daystar. Und da einfach schafft er das wirklich auch, die Sachen, die man als Chefin im Kopf hat, zu transportieren. Also wirklich auch eben durch diese Macht der dritten Person wertvoll weiterzugeben. Das hat man ja manchmal als Chefin, dass die Mitarbeiter denken, ist schon wieder Quatsch, was der da sagt oder so. Oder die in dem Fall. Und deswegen, das hat er so lebensnah und realitätsnah beigebracht, was wir jetzt schon gelernt haben. Und schon alleine mit den Check-Anrufen hast du die Latte so hochgesetzt. Also ich habe schon einige Kurse gehabt und selbst ich bin dir so dankbar, weil ich habe schon auch gleich ein paar Aha-Momente heute Morgen gehabt. Danke. Okay, und obwohl ich ja jetzt aus der Friseurbranche komme, aber ich denke, es konnte man ganz gut auf die Kosmetikbranche adaptieren. Auf jeden Fall. Also die Kosmetikbranche ist ja von der Struktur her ähnlich aufgebaut wie die Friseurbranche. Wir haben eben so Zeitmodule, in denen wir unsere Dienstleistungen verkaufen wollen. Und natürlich ist das aber nicht jedem in der Beauty-Branche so bewusst, dass sie eben auch Zeitverkäufer sind. An vielen Stellen bin ich da auch an Unverständnis geraten und gelangt. Und viele haben das Thema, glaube ich, sehr unterschätzt oder tun es noch. Ne? Sie denken, sie sind alles so individuell. Dabei kann man wirklich die Zeiten in Zeitraster planen. Und ich arbeite ja für alle Branchen, die mit einkommenden Terminanfragen arbeiten, Friseure, Kosmetik, genauso die Physiotherapie, bis hin zu Ärzten, Zahnärzte, praktische Ärzte und. Und die erkennen langsam auch, dass Patienten Kunden sind, die Zusatzverkäufe generieren. Absolut. Ja. Mhm. Und das war heute ein wichtiges Thema, das Upsell und das Cross-Sell. Und jetzt steigen wir dann ins Training ein. Um das Ganze in die Praxis umzusetzen. Eine Frage noch, der Untertitel für mein Seminar heißt ja, wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Was sagst du dazu? Absolut genial, auf den Punkt getroffen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt in den letzten Wochen zur Vorbereitung des Seminars oft zu meinen Mitarbeitern schon gesagt habe. Wer zum Telefon geht, geht nicht einfach ran, um ein Pläuschen mit dem Kunden zu halten, sondern der geht zur Kasse und verkauft Termine und hat dort
eben ein Produkt Zeit zu verkaufen. Das muss man erstmal verinnerlichen. Ne? Ganz genau. Eine Botschaft, die du noch in die große weite Welt geben willst, zum Thema Terminierung, zum Thema Telefon. Unterschätzt die Arbeit am Telefon nicht, wenn ihr das Telefon seht oder an das Telefon rangeht, sollten einfach euch auch ins Bewusstsein kommen, dass das unternehmerisch richtige, fette Zahlen sind, die ihr dort gehen lasst oder einnehmt, wenn ihr das richtig oder eben falsch macht. Es ist unterlassene, also Umsatzverweigerung eigentlich, ja, wenn man das Telefon nicht richtig beherrscht. Und ich finde, das sollte auch eigentlich in den Berufsschulklassen viel stärker drankommen. Ich doziere ja auch an der HWK, an der Berufsschule, und da ist das überhaupt kein Thema, ne? Leider. Du musst einfach bewusst sein, es können nur Menschen ans Telefon, die einen ausreichenden Wortschatz haben, die den Kunden verstehen und die auch in der Lage sind, schöne Wörter zu verwenden, die den Kunden Lust machen auf ihren nächsten Termin. Absolut. Auf einen schönen Haarschnitt, auf eine schöne Kosmetikbehandlung, auf eine tolle Fußpflege, dass einfach der Kunde Lust bekommt. Deswegen komme ich mit meinem Slogan ins Spiel. Wer zur Kasse geht, okay, wer ans Telefon geht, geht zur Kasse, um schön zu verkaufen. Jawohl. Das ist dein Thema, schön ja, verkaufen. Genau. Siehst du, und so haben wir eine schöne Symbiose geschaffen. Mhm. No? Nicole Kühle ist Spezialist für Permanent Make-up. Für Permanent Make-up, und sie kommt aus dem weiten Kloppenburg hier runtergefahren. Wie lange warst du unterwegs? 5,5 Stunden. 5,5 Stunden. Mhm. Und das Spannende, die Nicole ist als Einzelkämpfer in ihrem Studio in Kloppenburg tätig und ist heute an einem Telefontraining und hat aber überwiegend den AB dran, um ihre Termine zu vereinbaren. Und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was kannst du als Einzelkämpfer, der viel mit AB arbeitet, aus diesem Tag heute herausnehmen? Zuerst einmal, dass ich meinen AB komplett neu besprechen muss, den Ansagetext ändern muss und auch meinen kompletten Vorgang während des Telefonierens anders strukturieren muss. Okay, das heißt, es war was für dich dabei, was du gut umsetzen kannst? Auf jeden Fall, eine ganze Menge. Das freut mich sehr. Kannst du mir jetzt da so ein, zwei Punkte sagen, was du gerne ändern möchtest an deinem Telefonverhalten? Die Reihenfolge der Begrüßung zum Beispiel, ganz, ganz wichtiger Punkt, und mir war vorher nicht klar, dass er tatsächlich so wichtig ist, und der Umgang mit dem Kunden am Telefon direkt. Und der Umgang mit dem Kunden, ja. Es war spannend, wir haben uns gestern Abend schon getroffen und uns unterhalten, und wenn du dann so hörst, auch mal so, wenn ich dann höre, so die Vorbehalte, was bringt mir das überhaupt und wenn man dann so einen halben Tag zusammen verbringt und dann so ein Statement bekommt. Also, ich sage mal herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du jemand da draußen, der sagt, Telefontraining, ist das was für mich? Ja. Ist da nur ein Statement, was du dann nach draußen geben möchtest? Telefontraining ist definitiv wichtig für jeden. Für jeden, der irgendwie mit einem Telefon zu tun hat, der überhaupt irgendwie mal angerufen wird und Termine darüber vereinbart oder Kundenkontakt hat. Denn es ist wird total unterschätzt. Also ich habe es wirklich total unterschätzt, wie man den Kunden gegenüber rüberkommt und wie man wahrgenommen wird. Meine Subdomain ist ja fürs Telefon. Wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Mhm. Was sagst du dazu? Ja, ich sehe, eigentlich muss ich mir ein Dollarzeichen auf mein Telefon kleben. Okay, dann sage ich vielen Dank, liebe Nicole. Sehr gerne. Die Marion, Einzelkämpfer in der Kosmetikbranche aus Bremen. Ja. Und wir haben uns gestern Abend schon unterhalten und es ist spannend. Sie wohnt da, wo ich schon öfter zum Seminar war. Ich war in Bremen-Brinkum, du wohnst so an der Grenze. Ja. Und sie kennt viele Friseure, die ich in Bremen sehr gut kenne. Ja. Und da hatten wir gestern schon wirklich ein tolles Erlebnis. Und die Marion hat dann gestern gesagt, ich wollte morgen gar nicht dabei sein, denn Telefon ist für mich nichts. Genau. Der halbe Tag ist vorbei, gedacht. Du bist immer noch hier, Marion. Ich bin immer noch da, ja. Sag mal meinen Zuschauern, warum du noch hier bist. Ja, weil ich einfach erkannt habe, dass Telefon doch sehr wichtig ist und dass ich doch vieles verkehrt gemacht habe, was intuitiv immer so rüberkam, dass es nicht unbedingt kundenfreundlich war, dass es nicht unbedingt terminfreundlich war und auch was den Geldbeutel angeht, nicht gerade freundlich war. Ja,
das ist schön, wenn du dann so hörst, na, eigentlich brauche ich das gar nicht, muss ich nicht haben und dann solche Erkenntnisse kommen und wir haben heute Morgen intensiv gearbeitet, wir gehen ja in der Früh die ganze Theorie durch, sprechen über die ganzen Einwände, die ganzen Verhaltensweisen und jetzt Nachmittag steigen wir ins Training ein. Du arbeitest ja auch überwiegend mit AB oder ja, gehst du oft ans Telefon? Nein, ich arbeite vorwiegend mit AB, da ich ja alleine arbeite. Aber auch da habe ich erkannt, dass ich meinen AB völlig falsch besprochen habe und dass ich da auch einiges ändern muss. Okay, ich habe ja so einen schönen Satz. Die Subdomain für mein Telefontraining, wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Ja. Was kannst du jetzt nach einem halben Tag zu dieser Aussage sagen? Ja, dass das auf jeden Fall stimmt. Wenn man den AB eben halt wirklich falsch bespricht und gehen einem doch sehr viele Termine verloren und das bedeutet natürlich für meine Kasse Geld. Okay. Gibt es jetzt noch ein Statement, was du in die Welt bringen willst zum Thema richtiges Telefonieren? Ein Statement, ja, bucht alle den lieben Albert. Der macht das wirklich ganz toll und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der mit Telefonat zu tun hat. Ich habe hier eine der Spitzenkräfte, die Isis, arbeitet hier als Kosmetikerin in der Beauty-Lounge und wir sind heute im Telefontraining. Genau. Und Isis, sag mal, was du gedacht hast, als du gehört hast, die Chefin hat fürs Team ein Telefontraining gebucht. Ich habe mir erstmal gedacht, also was genau lernen wir da jetzt, was kommt neu auf uns zu, weil ans Telefon gehen wir generell immer schon, da wissen wir ja eigentlich, wie es geht, aber es war jetzt überraschend für mich, was jetzt alles so Neues auf uns zukam, also was wir jetzt alles neu gelernt haben und was für Kleinigkeiten das auch sind, die so ein Telefonat komplett verändern können, also da gibt es schon viel, das man lernen kann. Das war heute Morgen ja Druckbetankung. Wir haben das komplette Ding reingeballert, haben die ganze Theorie durch. Was war jetzt so das größte Highlight für dich heute Morgen? Selber zu hören, wie ich am Telefon klinge und genau meine Fehler zu entdecken, wie ich das Gespräch hätte anders lenken können. Das war so das Highlight für mich. Mhm. Und das heißt ja, das war so das Highlight. Das war so das Highlight. Ja. Und ich sage ja immer, es gibt keine Fehler. Genau. Oder es gibt nicht richtig und nicht falsch, es gibt keine Fehler. Es gibt nur Ergebnisse. Und ja, du hast jetzt erkannt, dass mit einem anderen Verhalten ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre. Genau. Und das ist das Spannende, wenn du dann siehst, hey, wenn ich nur das ein oder andere Wort anders frage, anders formuliere, das ein oder andere Mal ein Lächeln mit einsetze, dann kann ich wesentlich erfolgreicher sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch super wissenswert und es ist eigentlich ein Muss. Jeder muss das lernen. Okay, wenn ich daheim erzähle, ich gehe zum Telefontraining, dann sagen meine Kunden oftmals, was will man da lernen? Und darum finde ich das schön, wenn du jetzt nach einem halben Tag Training sagst, hey, da muss jeder hin. Ja. Du hast ja meinen Leitspruch gehört oder so die Subdomain für mein Seminar. Wer ans Telefon geht, geht an die Kasse. Ja. Was sagst du dazu? Ja, also dem stimme ich voll und ganz zu. Übers Telefon vergibt man die meisten Termine so und vor allem im Alltag, wenn die Termine so aneinander gestaffelt sind und man nicht so viel Zeit hat, wenn man dann ans Telefon geht, muss man sich Zeit nehmen und da hat man einfach die besten Möglichkeiten, um den Kunden dann vielleicht noch eine Behandlung zu empfehlen, noch irgendwie ein Upsell zu machen. Ein Upsell zu platzieren, genau. Upsell und Cross-Sell, das hatten wir heute auch und da gehen wir heute Nachmittag im Training nochmal ganz gezielt drauf ein. Ein letztes Statement, liebe Isis, von dir so in die große, weite Welt. Was empfiehlst du den Kosmetikern da draußen zum Thema richtiges Telefonieren? Auf jeden Fall darauf achten, auf die Aussprache, schön langsam sprechen, klar und deutlich sein und wirklich ein Ziel vor Augen haben. Dann sage ich herzlichen Dank mal für die Einladung hierher, herzlichen Dank für die Chance, mit deinem Team zu arbeiten und dass du mich einfach hier so ein Stück weit in die Kosmetikbranche geholt hast. Unbedingt, sehr gerne. Ja. Herzlich willkommen. Danke dir. Und dann sagen wir liebe Grüße aus der Beauty Lounge in Büchenbeuren. Googelt es einfach mal, wo Büchenbeuren ist. Im schönen Hunsrück. Im schönen Hunsrück. Okay, liebe Grüße in die große, weite Welt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.